Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen, sprich indischen Astrologie. In diesem 15-minütigen Video geht es um die Deutung der Sterne für den Monat Oktober 2018 anhand ihres Aszendenten. Das ist ein großer Unterschied in der vedischen Astrologie, denn hier ist für die Deutung von Monatshoroskopen oder Jahreshoroskopen und so weiter der Aszendent viel wichtiger als wie das Stern- oder Sonnenzeichen in der westlichen Astrologie. Sie brauchen also Ihren Aszendenten, um das richtige Video auswählen zu können. Ja, jetzt Aszendent Widder oder Aszendent Waage, ne, und so weiter und so fort. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken. Dann teile ich Ihnen kurzfristig, in der Regel binnen einen Tages mit, was Ihr Aszendent ist. Und so wissen Sie genau, welches Video für Sie das richtige ist von den 12 verschiedenen, die hier zu diesem Monat aufgelistet sind. Ja? Der Link dazu ist vorbereitet unterhalb des Videos. Ist ein Link, wie Sie auf meine Blogseite kommen, und hier können Sie mir Ihre Anfrage schicken wegen Ihrem Aszendenten. Und die Beantwortung ist selbstverständlich gratis. Ja, dann Frage an Sie. Haben Sie auch so das Gefühl, Sie könnten und Sie möchten noch mehr aus Ihrem Leben machen? Und haben Sie auch so das Gefühl, dass es schön wäre, von Fremdbestimmung noch mehr in Richtung Erfüllung und maximaler Freiheit in Ihrem Leben gelangen zu können? Dann habe ich etwas ganz Besonderes für Sie, und zwar eine Einladung zur Teilnahme an der gratis Selbsterforschungs-Challenge, die am 25. Oktober 2018 startet. Hier geht es um die Reise Ihrer Seele, sprich an einem 8-tägigen Gratis-Selbsterforschungskurs lernen Sie Ihren Seelenplan kennen anhand Ihres ganz persönlichen, individuellen vedischen Horoskops, das Ihnen auch zur Verfügung gestellt wird, sodass Sie dann die besten Voraussetzungen haben, um durch diese neuen Erkenntnisse zu einem maximalen Erblühen in Richtung Freiheit und Erfüllung gelangen zu können. Sie sind herzlich eingeladen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Auch dazu befindet sich unterhalb dieses Videos der Link, wo Sie sich ab sofort die Teilnahme an dieser so tollen Gratis-Selbsterforschungs-Challenge sichern können. Und wenn Sie daran teilnehmen, dies gleich vorweg, winken auch Preise in Form von Amazon-Gutscheinen. Ja, dann immer sehr, sehr gerne gelesen, falls noch nicht geschehen, sind die vedischen Astro-News, mein Newsletter, der einmal monatlich erscheint. Jetzt geht es ganz aktuell über das Thema Chakren. Und falls Sie sich noch nicht eingetragen haben und dieses Medium auch gratis gerne regelmäßig beziehen möchten, tragen Sie sich einfach ein und schon sind Sie monatlich mit dabei. Jetzt aber los dann mit der Deutung der Sterne für Monat Oktober 2018. Nun wollen wir schauen für Sie als Aszendent Zwillinge, wie sich der Oktober 2018 konkret darstellt. Hier der Chart und wir beginnen mit der Einblendung der so wichtigen Sonne, in deren Nähe sich ja auch immer Merkur und Venus aufhalten. Und so sehen wir, dass die Sonne bis 22. Oktober ihr fünftes Haus betont. Folglich sind Themen des fünften Hauses sehr wichtig und für Sie besser möglich, zugänglich oder auch betonter im Oktober. Nun, grundsätzlich müssen wir ja auch immer die Natur des jeweiligen Aszendenten berücksichtigen, und Sie als Aszendent Zwillinge sind eben ein Mensch, der sehr kommunikativ, experimentierfreudig,
neugierig, wissensorientiert etc. ist. Und gerade für Sie allerdings als Aszendent-Zwillinge, da haben wir eine recht interessante Situation. Sie haben nämlich so viele Talente, ja. Als Zwilling können Sie so viel, das ist ja ein Merkurzeichen, das bedeutet, Sie können sich letztlich in alles hineinfuchsen, ja, was Sie sich vorstellen können und darin wirklich gut werden. Und so haben Sie sehr, sehr viele Talente, sehr, sehr viele Fähigkeiten. Gleichzeitig aber ist es für Sie eine zentrale Aufgabe als Zwillingsaszendent, dass Sie lernen, die Dinge mehr mit Hingabe zu machen. Und Hingabe hat ja auch etwas zu tun mit Fokus, ja. Das bedeutet, sich auf etwas zu konzentrieren, ja, was gleichzeitig zur Folge hat, dass man andere Dinge weglassen muss. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung für Sie. Nun, warum spreche ich das an? Mit Sonne im fünften Haus geht es nämlich auch um Ihre Talente. Ja? Das heißt, im Oktober 2018 können Sie darin mehr Klarheit bekommen, worin wirklich Ihre Talente bestehen oder worin wirklich Ihr größtes Talent besteht. Und darum geht es ja auch. Ne? Sie sollen ja nicht auf 20 Baustellen rumtanzen und 50 Fenster aufmachen, ja? Dann haben Sie nur Baustellen ohne Ende und es zieht, sondern es geht auch darum, herauszufinden, worin besteht Ihr größtes Talent oder was sind Ihre zwei wichtigsten Neigungen, wie Sie sich ausdrücken wollen und dass Sie die dann mit Hingabe verfolgen und sich darauf mehr fokussieren. Weil dann können Sie mit Ihren Zwillingseigenschaften sich innerhalb eines Gebiets ja trotzdem breit ausleben, aber die Kunst besteht erstmal darin, dieses Gebiet zu entdecken oder sich klar zu werden, ja, was ist denn das überhaupt für ein Gebiet, ja? Sind Sie primär interessiert, sich beruflich zu verwirklichen oder mit dem, was Sie generell im Leben interessiert, meinetwegen zum Thema Reisen oder geht es bei Ihnen um Sprachen oder geht es bei Ihnen um Forschen, ja? Das wären ja alles so Zwillingsthemen, ja, oder möchten Sie ein Detektiv sein oder in der Logistik arbeiten? Sie sind vielseitig talentiert, ja, das ist etwas ganz Besonderes vom Zwilling. Nur damit verbunden ist die Herausforderung, ja, welches meiner vielen Talente suche ich mir jetzt raus und worauf fokussiere ich mich? Und mit Sonne in Haus 5 haben Sie das Haus der Talente jetzt stark betont. So steht Ihnen jetzt eher die Information zur Verfügung, auch das eigene Interesse oder auch die Inspiration herausfinden zu können, worin bestehen denn meine Talente. Übrigens, hier hilft selbstverständlich auch die Astrologie weiter. Ich mache ja die indische Astrologie und hier gibt es sogenannte Yogas, also ein Yoga ist eine planetare Kombination, die bestimmte Talente anzeigt. Ja? Und so kann man ein vedisches Horoskop zum Beispiel prüfen, ob jemand ein Talent hat als Autor, also als Schriftsteller oder als Astrologe oder als Arzt oder als Heiler oder als Kräuterkundiger oder als, es gibt viele verschiedene Kombinationen, als Musiker, es gibt viele verschiedene Kombinationen. Und das fünfte Haus, ja, gibt darüber auch Auskunft. Das heißt schon mal, Sie kriegen auch gewisse erste Impulse, wenn Sie sich schon mal anschauen, wie Ihr fünftes Haus in Ihrem Horoskop aufgestellt ist. Und dabei meine ich vor allem den Herrscher des fünften Hauses. Ja? Wenn Ihr fünftes Haus sehr wahrscheinlich meinetwegen in die Waage fällt, ja, wie es sehr wahrscheinlich sein könnte, je nachdem, dann müssen Sie mal schauen, wo die Venus steht in Ihrem Horoskop. Ja? Denn die Venus regiert das fünfte Haus dann. Und meinetwegen steht die Venus von mir aus jetzt im siebten Haus. Ja? Dann könnte das darauf hinweisen, dass Ihre Talente und Neigungen etwas mit dem Thema Ausland oder Reisen oder Thema Partnerschaft zu tun haben. Ja? Oder steht die Venus von mir aus im
zweiten Haus, dann haben Sie eine Leidenschaft dafür, sich mit dem Thema der Finanzen ja, mehr beschäftigen zu wollen. Das ist aber nur ein Hinweis. Es gibt dann noch andere Dinge, wie man das noch mehr überprüfen kann. Aber wie auch immer, die vedische Astrologie ist sicherlich, wenn man auch diese erlernt, eine hervorragende Methode, seine Talente zu entdecken und diese mehr zu leben. Und darum würde es auch jetzt gehen für Sie im Oktober 2018. Dafür steht Ihnen jetzt mehr der Zugang zu sich selbst, dass Sie wissen, was will ich, worauf will ich mich konzentrieren, zur Verfügung. Nun, schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt auch gleich mal noch die anderen Planeten hier einfliegen lassen. Der Jupiter ist ja auch im sechsten Haus mit der Venus. Und da rückt ja auch der Merkur bereits am 10. Oktober auch nach. Und die Sonne rückt ja am 23. Oktober auch ins sechste Haus. Damit möchte ich nur sagen, dass vor allem in den letzten knapp 8-9 Tagen im Oktober wir eine sehr starke Besetzung des sechsten Hauses haben bei Ihnen als Aszendent-Zwillinge. Folge, Sie haben dafür mehr Energien zur Verfügung, Ihren Alltag zu verbessern. Ja? Wie ist das gemeint? Nun, Sie wissen, das Leben läuft ja oft sehr gleichmäßig. Ja? Das heißt, wir gehen in die Arbeit, am Wochenende ist frei und dabei haben wir aber die Möglichkeit, uns zu überlegen, wie können wir unseren Alltag besser, schöner, sinnvoller, angenehmer, erfüllter, produktiver machen. Ja? Irgendwas verändern, was Sie weiterbringt. Das sechste Haus steht nämlich nicht nur für den Alltag, sondern auch für Verbesserungen. Und so lautet mein Rat für Sie, denn das wäre jetzt auch planetar wirklich sehr massiv unterstützt, sich im Oktober auch mal darauf mehr einzulassen, wie können Sie Ihren Alltag schöner machen, sei es in der Arbeit oder generell den Alltag. Ja? Und da gibt es doch so viele Möglichkeiten. Sie sind Aszendent-Zwilling, ja? Bei Ihnen mangelt es nicht an Ideen, es ist eher oft einmal die Umsetzung dann, denn je mehr Sie Ihren Alltag, ja, sich mehr um den kümmern, wie Sie den besser machen können, dann haben Sie das Paradies mehr und mehr jeden Tag. Meinetwegen ist es zum Beispiel schöner, zu Fuß in die Arbeit zu gehen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Oder wäre es besser, auch mal dafür zu sorgen, dass Sie nicht hoppla hopp irgendwie Mittag nur was Kaltes essen und dann haben Sie den ganzen Tag nichts Gescheites zum Essen, sondern dass Sie sich Mittag vielleicht etwas mehr Zeit nehmen, um wirklich was Gutes, Warmes und frische Salate zu haben. Oder Sie schauen, wie Sie meinetwegen vielleicht auch weniger arbeiten können, damit Sie mehr Zeit für Freizeit haben. Wollen sich überlegen, wie viel Zeit setze ich überhaupt in meine Arbeit ein? Oder überlegen sich vielleicht sogar, wie Sie Ihrer Arbeit oder Ihrem Alltag mehr Sinn geben können. Von der Betonung her ist es so, dass Sie mehr Sinn und Freude auch jetzt finden im Alltag, verbunden mit dem Potenzial, auch Ihren Alltag verbessern zu können. Ja? Das sechste Haus, das so stark besetzt ist, steht aber auch für Gesundheitsthemen. Das bedeutet, in den letzten 8-9 Tagen des Oktobers kann es sein, dass Sie sich etwas mehr interessieren für gesundheitliche Sachen, auch in Verbindung mit Ihrem eigenen Körper. Und auch darin besteht selbstverständlich eine Verbesserung des Alltags, wenn man sich eben entsprechend um das Funktionieren des eigenen Körpers mehr kümmert, ja, dann ist ja auch der Alltag viel, viel leichter. Ja. Gut, was haben wir noch? Gut, die anderen Planetenpositionen haben sich jetzt nicht wesentlich verändert. Ich möchte doch noch mal kurz hinweisen auf diese karmische Achse Haus 3 und Haus 9. Denn der Rahu zeigt eben eine starke Betonung des dritten Hauses auch an, was ja auch eine Entsprechung zum Zwilling hat, der das dritte Zeichen ist. Und für Sie als Zwilling geht es gleichzeitig aber auch um eine Änderung in dem Leben dahingehend,
mehr aus dem Kopf rauszukommen und mehr, ohne dass der Intellekt mit kann, in den Glauben zu kommen. Ja? Sie werden sehr wahrscheinlich leichter Partner anziehen, die schon mehr im Glauben verankert sind, ohne zu wissen. Denn die vedischen Schriften sagen ja auch, dass man zu höherem Wissen und einem höheren Verstehen des Lebens ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nur mit dem Intellekt kommt, sondern dass dann erstmal der Glaube eine immer wichtigere Rolle spielt, um durch diesen, durch höheres Wissen, zu höherem Wissen kommen zu können. Und diesbezüglich, ja, würde sich jetzt auch für Sie das fünfte Haus, das Ihnen gut zugänglich ist in dem Monat, dahingehend jetzt anbieten, sich auch mal mehr damit zu beschäftigen, welche spirituelle Praxis, ja, um mehr in Glauben zu kommen, Ihre Glauben in eine höhere Macht, ja, verstärken zu können, würde zu Ihnen passen. Das fünfte Haus steht nämlich auch für spirituelle Techniken, ne? Und der eine macht Atemtechniken, der andere macht von mir aus Meditation auf Licht und Ton und der nächste macht meinetwegen irgendwelche Mantren und oder Affirmationen. Und die helfen einem auch, das Bewusstsein nach oben zu bringen, ja, hier in Richtung drittes Auge, und da geht es ja dann alles, das sind ja dann Dinge, da kann der Intellekt nicht mehr mit, ja, sondern da kommen wir ja in eine andere Ebene hin. Ne? Zwilling soll ja mehr auch die Schützequalitäten entwickeln. Und im Monat Oktober, mit der Betonung des fünften Hauses hier, haben Sie auch mehr Zugang, fündig zu werden, welche Art von spiritueller Praxis zu Ihnen passen könnte. Auch dazu können Sie das fünfte Haus untersuchen, oder es gibt spezielle Techniken der vedischen Astrologie, wo man dann sogar sehr genau herausfinden kann, was am besten zu Ihnen passt. Okay, das war's für Sie, Aszendent Zwillinge, der Monat Oktober 2018. Ja, zum Schluss nochmals die Erinnerung zu dieser großartigen Gratis-Selbsterforschungs-Challenge, die Einladung zum Thema die Reise Ihrer Seele. Sie erinnern sich, da geht es darum, wie Sie das Maximale aus Ihrem Leben rausholen, und zwar in Richtung mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dazu ist der Link unterhalb diesem Video vorbereitet und das Ganze anhand Ihres persönlichen vedischen Horoskops. Ja, was bleibt mir? Ich darf Ihnen einen fantastischen Oktober 2018 schon wünschen und mit einem Zitat schließen. Bedenken Sie, wir können zwar den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. Und wie Sie das tun, dabei ist Ihnen auch das vedische Horoskop behilflich. Darum würde ich mich freuen, wenn Sie an dieser Gratis-Selbsterforschungsreise im Oktober auch teilnehmen. Ihnen einen schönen Monat.